man sich in der chemischen Industrie bewegt, kommt man irgendwann mit Ineos in Berührung. Und so wie ich das Unternehmen im Bewerbungsverfahren kennengelernt habe, war es so nett von den Menschen her, dass ich mich relativ schnell dazu entschieden habe, hier anzufangen. Ich habe hinterher nach meiner Promotion als Chemiker habe ich mich europaweit beworben und ich habe bei Ineos angefangen. Und ich muss sagen, es war einfach die beste Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe. Ineos in Köln kannte ich ja vorher durch mein Studium. Hier hatte ich meine Exkursion gemacht, hatte dann den Umfeld hier kennengelernt. Das hat mich ja eigentlich immer interessiert. Und Ineos Köln ist eigentlich ein sehr großer Standort, der sehr breit aufgestellt ist. Ja, ich kann mich noch sehr gut an den Bewerbungsprozess erinnern. Es war eben nicht nur ein Termin, sondern ein ganzer Tag. Das hat mich sehr beeindruckt, weil man eben mit sehr vielen Menschen ins Gespräch kam, sehr gut ausloten konnte, ob das Unternehmen das richtige Unternehmen ist. Das Unternehmen selbst natürlich lernt auch den Bewerber gut kennen. Wir ja am Standort Köln haben ein sehr angenehmes Miteinander, auch ein Wir-Gefühl, was sich über alle Hierarchieebenen fortsetzt, sodass wir hier alle vernünftig miteinander umgehen und an einem Strang ziehen. Wir haben hier eine Multikulti-Abteilung mit ganz, ganz vielen Kollegen aus verschiedenen Länderbereichen. Hier ist sehr viel Leben drin und es ist einfach ein tolles Arbeitsklima mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten. Wir haben hier ein sehr kollegiales Verhältnis. Das liegt einfach daran, ich bin hier mit den Kollegen groß geworden. Wir kennen uns schon relativ lange und es geht sehr familiär und sehr vertraut miteinander zu. Wir arbeiten gerne zusammen mit allen Kollegen, allen Mitarbeitern. Mein Vorgesetzter, das ist der Hauptpunkt hier, das ist Zusammenarbeit. Wir sagen immer, das ist wenn jemand arbeitet allein, er kann nur Punkte addieren, das ist die erledigte Punkte addieren. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sagen wir immer, das können wir Punkte, erledigte Punkte multiplizieren. Arbeitsalltag ist halt, dass man, ich sag mal, diese Planung für den Stillstand, das beginnt 1,5 Jahre vor dem eigentlichen Revisionsstillstand. Da sitzt man zusammen mit der Produktion, mit den Technikern und schreibt quasi alle Arbeiten auf, die im Stillstand dann durchgeführt werden. Man führt verschiedene Unterweisungen, man kümmert sich um die Anlage, dass die Anlagen gut laufen. Und das ist die Verantwortung, die man jetzt nicht nur gegenüber seinen eigenen Mitarbeitern, aber auch gegenüber der Umwelt hat. Meine Hauptaufgabe ist es, das Verfahren zu optimieren, sowohl in verfahrenstechnischer als auch in wirtschaftlicher Art. Ich mache hier den Export, unter anderem halt für die Länder Türkei im Schwerpunkt und für Russland. Und ja, wir haben direkte Kundenkontakte. Das ist eine sehr interessante Tätigkeit, also die einen jeden Tag vor neue Herausforderungen stellt. Es ist nichts Eintöniges, nichts Langweiliges. Die Ineos Köln sucht Mitarbeiter überwiegend aus den technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen, die neben sehr guten fachlichen Qualifikationen auch hohe soziale Kompetenzen aufweisen.